Es sind schockierende Bilder. Sie sollen das Ausmaß der Zerstörung von Putins Truppen zeigen. Auf dem von Reuters veröffentlichten Material sind viele Gebäude nur noch Ruinen oder komplett dem Erdboden gleichgemacht. Das Material wurde von der ukrainischen Nationalgarde so auf Twitter verbreitet. Mariupol steht seit Anfang März unter ständigem Beschuss von Putin durch Langstreckenraketen und Artillerie. Bevor der schreckliche Krieg begann, lebten hier rund 450.000 Menschen. Ob und wie viele hier noch leben, ist unklar. Mariupol, eine Stadt am Asowschen Meer, soll zu fast 90% zerstört sein. Das geht aus einem offiziellen Bericht der ukrainischen Regierung hervor. Die Stadt ist von Putins Truppen eingekesselt und komplett vom Zugang zu Strom, Heizung, Frischwasser, Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung abgeschnitten. Mariupol, bis vor kurzem lebendige Universitätsstadt, bedeutendes Wirtschaftszentrum und Hafenstadt, liegt in Schutt und Asche. Die Metropole im Süden der Ukraine, deren Einwohner überwiegend Russisch sprechen, ist nun fest in der Hand der russischen Invasoren. Ein Umstand, mit dem sich die verbliebenen Einwohner nun arrangieren müssen. Es geht ums nackte Überleben. Was kann ich hoffen? Was kann ich sagen? Wenn das Zuhause kaputt ist, ist das Leben kaputt. Keine Arbeit, kein Essen, kein Wasser. Das Wenige habe ich mit Kindern und Enkeln geteilt, während andere Kinder in Entbindungskliniken verhungerten. Welche Zukunft? Ich hoffe auf gar nichts mehr. Meine Wohnung ist völlig zerstört. Ich habe nichts mehr. Alles ist ausgebrannt. Ich bin mit einer Winterjacke von zu Hause weggegangen, als der Krieg begann, und mit meinen Stiefeln. Meine Stiefel sind schon abgenutzt. Alles, was ich jetzt trage, habe ich von Menschen bekommen, die sich um mich gekümmert haben. Ist nur wenige Monate her, da war Mariupol eine blühende Hafenstadt mit knapp einer 500.000 Einwohnern. Im Zuge des russischen Angriffskrieges wurde die ukrainische Stadt Mariupol beinahe komplett zerstört. Nachdem die Stadt durch russische Truppen besetzt wurde, ordnete die russische Regierung einen schnellen Wiederaufbau an. Fotos aus dem Weltall zeigen, wie sich die Stadt seitdem verändert hat. Unter anderem steht ein neues Gebäude für das russische Militär in der Stadt. Das zerstörte Theater, in dem rund 600 Menschen ums Leben gekommen sind, wurde durch einen Sichtschutz verborgen. Die prächtigen weißen Fassaden sollen überstrahlen, was doch nur einen Steinwurf entfernt unübersehbar ist. Mit Propagandabildern von fleißigen Bauarbeitern und lärmenden Maschinen hält Russland die Weltöffentlichkeit über den Fortschritt des Wiederaufbaus von Mariupol auf dem Laufenden. Bei der Belagerung der Stadt hatten die Eroberer etwa 90% der Gebäude zerstört. Die Einwohnerzahl schrumpfte von rund 400.000 auf nur noch ein Viertel davon. Anfang August verkündete Russland die Pläne für den Wiederaufbau der Stadt und beeilt sich nun, die ersten Erfolge zu präsentieren. Noch leben die verbliebenen Einwohner in und zwischen Ruinen. Die Fertigstellung zweier neuer Häuser erscheint dagegen wie ein Tropfen auf den heißen Stein. In 3 Jahren soll die Stadt nach russischer Planung wieder 350.000 Einwohnern Platz bieten. Wo die herkommen sollen, ist allerdings unklar. Die neuen Häuser jedenfalls sehen vor allem von außen verheißungsvoll aus. Die ersten Eindrücke aus dem Inneren wirken dagegen verhältnismäßig schlicht.